Ich habe euch eine Tortenschlacht versprochen und jetzt bekommt ihr sie. Und jetzt geht's los. Liebe Kinder, heute zeige ich euch, wie man eine Tortenschlacht vorbereitet. Man braucht dafür 77 Torten. Und eine große. Ein relativ großes Auto. Einen Garten. Ein Feld. Oder einen sterilen Raum. Und ganz tolle Freunde. So schlecht sehen sie gar nicht aus. Hier haben wir Exemplar Erdbeersahnetorte. Mission 1, Torten verstauen, geglückt. Mission 2, Torten in den Garten bringen. So, liebe Kinder, und jetzt fahren wir in den Garten. Oh, Alter! Ach. Noch sieht der Garten ganz normal aus, bis auf ein paar Terroristen. Der Weg ist das Ziel. Patti, wie stehst du zur Tortenschlacht morgen? Kein Kommentar. Wie stehen Sie zur Tortenschlacht? Tortenschlacht! Frau Billard, wie stehen Sie zur Tortenschlacht? Ich freue mich! Mr. Honig, wie stehen Sie zur Tortenschlacht? Wie stehen Sie zur Tortenschlacht? Ja! Ja! Ja. Ohne Rennen! Heute ist der 21.02. Die Schlacht steht kurz bevor. In einer guten halben Stunde geht's los. Wir treffen uns jetzt gleich alle. Letzte Vorbereitungen. Und dann lassen wir es richtig krachen. Alles vorne. Alles, wird alles. Alles. Alter. Da ist er wieder. Das sieht halt aus der Packung. Hier ist dein Schwänzchen. Das hatte ich jetzt noch an. Ja, Jungs. Hier ist ein Vogel. Der sieht aus wie dieser von Wild. Der fliegt alles vor, wenn alles vorbei ist. Und dann alles abpacken. Ja, aber dreckige Gedanken. So, liebe Kinder, die Tortenschlacht steht gleich bevor. Und alle sind schon ganz aufgeregt.
was man nicht sieht, aber sie sind's. Okay. Okay, ich bin bereit. Nein! Waaaaaaah! Oma, rette dich! Wahnsinn! So, das Foto danach!